Nicht so schnell, nicht stolpern. Das steht auf. Hallo, Franzi. Haben Sie schon die Arbeit nachgeguckt? Ja, aber das klären wir nachher im Unterricht, okay? Ab hier gelockt. Okay. Und lass uns hinten gut so ein Stück wegnehmen. Mhm, aber vielleicht nicht so kurz. So? Okay. Okay. Ist auch total einfach zu Hause nachzustylen. Einfach nach jedem Waschen die Mousse reinkneten, föhnen, stylen und fertig. So in der neuen Frisur macht man auch einfach einen besseren Eindruck. Mhm. Und? Gibt's denn einen besonderen Anlass? Ja. Mein Kleiner hat morgen Geburtstag. Bitte regen Sie sich jetzt erstmal. Wie? Ich soll mich nicht aufregen, bis es überhaupt uns geht? Sie haben ja kein Kind im Heim. Ich kann da überhaupt nichts für, dass er im Heim ist. Gar nicht. Schnallt das eine. Und was sollen wir jetzt? Beruhigen Sie sich ganz ruhig. Wir können über alles reden. Was sollen wir jetzt Ihrer Meinung nach machen? Sie schreiben das auf, Montage, ich buchstabiere Ihnen das noch 10-mal. Sie schreiben das auf und dann gehe ich nach Hause. Hören Sie mir zu. Wir sind hier das Jugendamt. Wir schreiben hier nicht einfach nur irgendwelche Dinge auf. Ey Manu, guck mal, das ist Manu. Hast du jetzt die Haare schön oder was? Manu! Ey, bleiben wir mal stehen. Komm doch mal, Manu. Dani, komm, Rosa. Jetzt geht's nach Hause. Das ist ja eine Begrüßung. Hallo. Wer hat mich angesprochen? Oh, wer hat mich angesprochen? Hast du mich jetzt mal angesprochen? Kommst du morgen zu Danis Geburtstag? Ja. Ja? Ach, komm, Dani. Komm, zieh dir jetzt mal die Jacke an. Ja, einmal, einmal. Mutti hat nämlich schon für eine riesen Geburtstagstorte eingekauft. Ich glaube, die kriegen wir gar nicht alle aufgegessen. Weißt du, wie groß die ist? Wie groß? 2 Meter? 2 Meter. Noch größer. Auf geht's, Dani. Was hat er jetzt? Oh, was ist denn das für ein Bild? Wer ist denn das? Das sind wir, oder? Oh. Papa, das hier. Ich, du und unsere Katze. Unsere Katze? Aber das ist die Katze von der Oma, oder? Ist das der Papa? Wieso hat der Papa keine Haare? Oh. Ich kenne die Katze nicht. Unsere Katze. Unsere Katze? Nee. Er liebte ein Mädchen, das hatte gar kein Geld. Das Mädchen muss sterben und wer war schuld daran? Ein kleiner Matrose in seinem... Papa muss mal ganz kurz telefonieren. Seeler, guten Tag. Ja, hier ist Erik. Hallo Erik. Du Christian, ich habe hier gerade die Akte von Dani auf den Tisch bekommen. Manuela Stolte hat das Sorgerecht für ihren Sohn beantragt. Das kann doch nicht sein. Was? Mhm. Ja. Ja, ich verstehe. Gut. Erik, wir sprechen morgen. Ich danke dir. Ein kleiner Matrose. Gleich, mein Schatz. Kannst du mal bitte anhalten? Wir sind gleich zu Hause. Singen endlich wieder mit. Halt bitte an. Bitte, bitte, bitte. Singen wieder mit. Halt jetzt an. Bettina. Bettina. Komm. Wir fahren nach Hause. Wie lange weißt du es schon? Ich hab's doch gerade eben erst am Telefon erfahren, Bettina. Sie wird uns Dani wegnehmen. Sie wird uns gar nichts wegnehmen. Das muss alles erst noch geprüft werden. Wird sie Dani wiederbekommen? Ich sehe hier was du nicht siehst, und das ist blau. Der Himmel, Dani. Nö. Dein T-Shirt. Hallo Claudia. Hallo. Grüß dich. Danke. Claudia, könntest du Dani kurz ablenken? Dann können wir sein Fahrrad für den Geburtstag reintragen. Klar, kein Problem, mach ich doch gerne. Das zeige ich dir. Hallo Bettina. Hallo. Komm mal, Dani. Komm mal her zu mir. Geh mal zu Claudia. Ist Tommy da? Klar, geh mal rein. Der zeigt dir gleich mal sein neues Lied, das er schon spielen kann. Bettina, bitte beruhig. Das ist nicht fair! Das ist nicht fair! Ich bin... Bettina, beruhige dich doch, bitte! Wie lange soll ich mich denn beruhigen? Es ist doch noch nichts entschieden, Bettina! Warum denn gerade jetzt? Warum denn jetzt? Bettina, sie ist die Mutter. Na und? Was heißt das denn? Bettina. Du kannst doch was machen. Du kannst doch bestimmt was machen. Bettina, bitte. Mach was. Frau Stolte? Ja. Frau Stolte, Seeler, wir sind vom Jugendamt. Es geht um Ihren Antrag. Wir würden uns in diesem Zusammenhang gerne mal Ihre Wohnung anschauen. Können wir reinkommen? Ja, bitte. Danke. Okay, das Bad. Mhm. Das ist die Küche. Da war alles schon drin, so für den Anfang. Ja, und jetzt das Wichtigste. Dannys Zimmer. Danny. Danny. Das ist sehr... Ja, weiß ich ja selber, aber Sie kennen doch diese Wohnungen, die einem zugeteilt werden. Da träume ich das auch nicht von. Aber vielleicht können Sie ja mal ein gutes Wort für mich einlegen, Herr Seeler. Sie haben doch gute Beziehungen. Mhm. Also mir ist der Neubau egal, aber für ein Kind könnte ich mir schon was Besseres vorstellen. Mhm. Ja, das ist meine Gruppe. Die haben es alle geschafft. Das war ein echt toller Haufen, also die haben mich wieder hingekriegt. Schon fast selber nicht mehr dran geglaubt. Also, toi, toi, toi. Ja, Frau Stolte, Sie werden das Sorgerecht für Danny nicht bekommen. Sie meinen Danny? Ich meine, dass Ihr Antrag nicht bewilligt wird. Sie sind doch gerade aus der Therapie raus. Hm? Da hilft Ihnen eine ordentliche Wohnung auch nicht viel. Das haben wir schon 1000-mal erlebt. Aber die bei der Beratung haben mir was ganz anderes gesagt. Frau Stolte, wie hoch ist die Rückfallquote? 73%? Sie können da nicht einfach rausmarschieren und glauben, Sie seien auf der sicheren Seite. Ich verstehe das jetzt nicht. Ich habe alles richtig gemacht. Ich habe diesen Antrag Punkt für Punkt nach Vorschrift ausgefüllt. Und ich war sogar bei der Beratungsstelle und habe da... Es tut uns leid, Frau Stolte. Nee, mir tut's leid. Ich rufe jetzt beim Amt an. Dann sagen Sie mal den Namen von Ihrem Chef. Der tut nichts zur Sache. Sind Sie blöd oder was? Sagen Sie jetzt den Namen. Frau Stolte, legen Sie das Handy hin. Legen Sie das Handy hin. Christian, dann frage ich mich eben durch, Herr Seeler. Legen Sie das Handy hin, Frau Stolte. Das könnte Ihnen so passen. Legen Sie auf, Frau Stolte. Vergiss es. Christian, hör auf. Legen Sie auf. Geben Sie mir das Handy, Frau Stolte. Seid ihr bescheuert oder was? Wir sind Dannys Pflegeeltern, Frau Stolte. Wir sind Dannys Eltern. Wollt ihr jetzt hier sitzen bleiben, bis mein Antrag durch ist? Nein. So viel Zeit haben wir nicht. Verpisst euch einfach. Frau Stolte, warum wollen Sie eigentlich ein Kind zurückhaben, das sich gar nicht an Sie erinnert? Dani kennt Sie gar nicht mehr. 4 Jahre sind eine lange Zeit. Wir sind jetzt seine Eltern. Uns nennt er Mama und Papa. Weil ihr es ihm so beigebracht habt. Ein Kind gehört zu seiner Mutter. Punkt. Das müssen Sie doch wissen, Sie sind doch vom Jugendamt. Ja. Ich bin vom Jugendamt. Und wenn Sie sich das letzte bisschen Grips nicht weggesoffen haben, dann ziehen Sie Ihren Antrag zurück. Seien Sie einmal in Ihrem Leben eine gute Mutter. Und tun Sie, was das Beste für Ihr Kind ist. So brauchen Sie mir überhaupt nicht zu kommen. Ich komme Ihnen gerne auch noch ganz anders. Sind Sie stark genug, das Ganze vor dem Familiengericht auszufechten? Jahrelang? Wir schon. Sie haben überhaupt nichts gegen mich in der Hand. Das kann sich ganz schnell ändern. Und ich werde was finden. Das kann ich Ihnen versprechen. Ich verstehe was von meiner Arbeit. Das soll Arbeit sein? Einer Mutter das Kind wegnehmen? Dani kommt aus einem Einfamilienhaus in diese Bruchbude hier. Mein Sohn heißt Danny! In diese Bruchbude! Seine Freunde sieht er nie wieder. Seine Mama und seinen Papa sieht er nie wieder. Was wollen Sie denn machen, wenn er Sie nicht liebt? Kaufen Sie ihm dann was Schönes, oder was? Wissen Sie, was psychisch belastete Kinder tun? Wie viel vollgepinkelte Bettlaken werden Sie waschen, bis Sie wieder zur Flasche greifen? Frau Stolte, Sie haben doch schon einmal versagt. Was wissen Sie denn? Sie waren überhaupt nicht dabei! Sie doch auch nicht! Aber ich war dabei. Die Nachbarn haben angerufen, weil ihnen das Weinen auf die Nerven ging. 2 Tage hat Dani in der Wohnung geweint. Ohne Essen, in vollgeschissenen Windeln. Ein Kind in einem Saustall. Während die Frau, die für dieses Kind verantwortlich ist, irgendwo in ihrer eigenen Kotze lag. Ich habe mich verändert. Und das wissen Sie. Ich bin doch nicht blöd. Sie könnten schon längst weg sein, aber Sie wissen, dass ich mich verändert habe. Gehen Sie doch einfach in Ihr Haus und kümmern sich um Ihre Kinder! Wir haben keine eigenen Kinder, Frau Stolte. So, mir reicht's jetzt. Sie haben recht. Das dauert mir hier alles viel zu lang. Dies ist ein verbindliches Angebot, Frau Stolte. Spinnst du? Über dieses Geld können Sie ab morgen frei verfügen. Machen Sie sich ein schönes Leben. Anstatt das Leben von Dani ein zweites Mal zu zerstören. Sag mal, bist du nicht mehr ganz dicht? Das glaube ich jetzt nicht. Ich werde mein Kind nicht kaufen. Hören Sie doch mal auf den Zettel zu starren. Ist doch widerlich. Ich bin widerlich? Was seid ihr denn? Ein Haufen Scheiße. Geld wie Heu. Aber zum Kinderkriegen seid ihr euch so fein, oder was? Sind Sie so blöd oder tun Sie nur so? Wir können keine Kinder bekommen, weil mein Mann zeugungsunfähig ist. Zeugungsunfähig? Ja, da ist ja der richtige Mann auf dem Posten. Da geht Ihnen einer ab, was? Das kann ich mir so richtig vorstellen. Haben Sie alles erreicht, aber was jeder Idiot kann, das können Sie nicht. Wie sich das anfühlt. Halten Sie den Mund. Das hättest du wohl gerne, was? Ich lasse mich hier nicht mundtot machen, schon gar nicht jetzt. Da hätte ich auch Frust. Den ganzen Tag um andere Kinder kümmern und abends wieder keinen hochgekriegt. Mein Mann ist nicht impotent. Bettina! Kaufst du deiner Frau halt ein Kind, wenn ihr keins machen kannst? Sie sollen das Maul halten. Oder kauf dir doch eine neue Frau. Vielleicht liegt's ja doch an ihr. Doch kein verbindliches Angebot? Tja. Man kann nicht alles kaufen. Christian. Da komme ich doch morgen mal vorbei und erzähl Dani, wie man bei euch Mama und Papa wird. Du setzt keinen Fuß in unser Haus! Christian. Ah! Reite ich doch noch weiter in die Scheiße. Sie können ja erzählen, was Sie wollen. Das hat Dani heute im Kindergarten gemalt. So sieht er seine Familie. Das sind wir, nicht Sie. Das ist ja Minka. Dani war immer so traurig. Ihn abends ins Bett gebracht habe. Er wollte, dass ich da bleibe. Das konnte ich ja nicht. Dann habe ich ihm gesagt, Dani, deine Mama ist wie eine Katze. Und nachts müssen alle Katzen raus. So wie Minka. Habt ihr das für mich gekauft? Ja, natürlich haben wir das für dich gekauft. Wollen wir das mal draußen ausprobieren? Danke, Papa. Danke, bitte. Mama. Bitte. Komm, wir probieren es draußen mal aus, ja? Ich bring's. Yes. Ja. Was ist mit dem Kuchen? Den essen wir jetzt zum Frühstück. Ja, warum eigentlich nicht? Komm. Ich heb dich auch. Ui. Müssen wir wieder drehen.